Voll viele Soldaten hier. Bam! Entschuldigung. Ah, Entschuldigung. Nee, ich geh mal andersrum. Entschuldigung, Entschuldigung. Aus dem Weg. Oh, das war aus Versehen. Oh, das war wirklich aus Versehen. Ich wollte dich nicht rammen, Digga. Ah, ich mach keinen Tackle. Ich bin ein anderer Tackle. Wieder zu Assassin's Creed 3. Leute haben sich ja beschwert, dass der Ingame-Sound zu leise ist, wenn die reden. Ich stelle gerade Mikro ein, Moment. Tut mir leid. So ein bisschen sehr so. Was habe ich jetzt gemacht? Warum bin ich so rangezoomt? Ah, schon besser. Dann sprechen wir mal hier unseren Kollegen an. Wer ist denn das hier? Hallo. Ah, hier, Mission starten. Guten Abend, Gentlemen. Charmant. Ach bitte, Charles, ihr werdet ihn bald mögen. Hui! Catherine, alte Schabracke! Her mit dir! Papa braucht einen Drink! Wie läuft eure Suche? Mathematik und Karten reichen nicht. Eure hiesigen Kontakte? Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen, bevor sie etwas preisgeben. Ich wüsste was, was denen auf die Sprünge hilft. Es gibt einen, der besonders gerne Indianer versklavt. Befreit sie, dann schulden die uns was. Wisst ihr, wo sie sind? Fürchte nicht. Benjamin Church, aber. Er ist ein sehr patenter Mann. Und er steht auf eurer Liste. Und ich fragte mich gerade, wen ich als nächstes anwerbe. Wohl an. I, der ist an seine Titten gegangen. Nein, okay, Spaß. Das war nur ein Witz. Das darf der ruhig machen. Wir sind in einer Gesellschaft, wo man das gerne tut. Ne, mach ich ja auch gerne. Nein. Was ist unser Ziel? Wir müssen erstmal hinaus. Die Glücksspiele mache ich nicht, weil ich dafür zu dumm bin. Das wäre jetzt im Ladebildschirm. Oh yeah. Wo wir hin müssen, weiß ich noch nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich wusste, dass es gerade morgens ist. Okay, nein. Ah, hier, da ist ja unser Kollege. Wie ist er vor mir rausgekommen? Rede mit ihm. Ah. Bogenfallung, aufmachen, auf den Boden. Wunderbar. Charles. Sir. Wir sind wohl nicht die Einzigen, die nach Mr. Church suchen. Mist, er könnte überall sein. Was tun wir jetzt? Ihn finden. Kommt. Ich zeige euch wie. Hängen wir jetzt Plakate auf, oder was? Benjamin Shores Nachbarn untergetaucht. Ja. Ah, untergetaucht sollte die Leute belaufen. Wells kümmert sich um alle Details, damit ihr unbesorgt euren Geschäften nachgehen könnt. Wir haben sehr Nähe des Ziels und alle möglichen Informationen zu behalten. Wir schreiben, was meint ihr? Wir sollten uns nicht einmischen, auch wenn es mit guten Absichten geschieht. Aber wenn ihr es gesehen hättet, sie waren sicher betrunken, so wie sie sich aufgeführt haben. Am helllichten Tag, unerhört. Wer im neuen Boston Country? Was ist jetzt? Wenn sich das Ast gefüllt hat, bewegen sie sich zwei Zivilisten, um unterzutauchen. Ah, ich verstehe. Einen, der Chirurg werden will, kann er vergessen, wenn er weiter so viel trinkt. Eine wahrhaft schändliche Vorstellung. Benjamins Eltern werden sicher. Ich kann pfeifen. Ja,
Vielleicht sollte ich jemanden schicken, der ihn holt. Oh, Katze! Bevor er seinen Ruf voll und ganz ruiniert. Richtung Nordosten sind sie getaumelt. Bestimmt zu irgendeiner Spelunke oder anderen verrufenen Augen. Ja, ich versuche gerade nicht das zu reden. Zuerst die Leute auf der Straße. Reifen. Ich suche mir etwas Höheres. Wenn die reden, versuche ich nicht zu reden. Ihre Karte auch, ja. Okay, gut. Ja, wenn ich rede, versteht ihr ja gar nicht die Filmsequenzen, ne? Und das ist ja irgendwie kacke. Kann ich da nicht rauf aufs Dach? Das Boston Country Journal. Ein Penny, der weg. Ist ja doof. Lass mich mal lieber fallen. Hey, Mrs. Hey, Mrs., was geht ab? Hopp, 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 hopp. Ich bin der beste Jumper der Welt. Und es ist vorbei. Muss ich da hinauf irgendwo? Nee, ne? Aber ich soll da oben auf die Spitze des Kirchturmes. Das hat nämlich ein Assassin's Creed. Hey, Moment. Aha, die Wache merkt mich also nicht. Die denkt, ich bin verrückt. Nur weil ich auf den Dächern hier rumsprinte. Was ist denn daran schlimm? Ist doch normal. Das ist normal bei uns Kids. Wir sind jung und wild, jo. So, die Kirche haben wir gleich erreicht. Die Kirche. Da frage ich mich nur, wie ich da hochkomme am besten. So. Ich habe einfach diesen Pfeilern da hoch. Nee, ne? Das wird zu leicht gewesen. Wie komme ich jetzt am besten auf so eine Kirche? Ah, wir kommen unserem Ziel wenigstens näher. Auf zur Kirche. Los, hinauf und bingo. Wir sind ja echt schon oben. Ich bin dann das Kreuz. Das haben die extra so gebaut, dass ich hier hochklettern kann. Das ist echt nett. Alle, ja. Oh, Boston. Das ist ja mal toll. So. Eins und X drücken. Ein bisschen Glück. Weiß einer von denen, wo Benjamin ist. Was für ein Heuhaufen. Richtung eines Heuhaufens. Ach, da ist einer. Kam ja mir. Was auch stumpf wäre, einfach mal, wenn er daneben springt und dann so diesen Todessprung macht und dann voll auf den Boden klatscht. Das wäre lustig. Wir gehen mal hier in die Seitengasse. Da sind noch zwei Leute, die wir belauschen können. Die hier wurden gefragt, aber sie wissen nichts. Vergiss es! Die lügen! Nein! Was soll ich tun? Geh doch runter! Taten sagen mehr als tausend Worte, mein Freund. Pack einen von ihnen an den Schandstock. Mal sehen, was ihr dann so brabbelt. Wenn ich das ohne Grund tue, singen sie bald Lieder über uns. Das Letzte, was wir brauchen, sind Stadtscheier, die sich über unseren Machtmissbrauch beschweren. Dann vergiss es. Das Gräuel ist getan. Die Mörder sind fort. Und die, die was wissen, werden nichts sagen. Wenn die Stadt solche Schufte duldet, soll sie auch den Preis dafür zahlen. Das garantiere ich dir. Oh yeah, like a boss Hinweise. Was ist unser nächstes Ziel? Weg! Wir gehen mal zum Grün, würde ich sagen, ne? Sprinten! Nee, springen! Wie lame! Voll viele Soldaten hier! Bam! Entschuldigung! Ah, Entschuldigung! Nee, ich geh mal andersrum. Entschuldigung! Aus dem Weg! Oh! Das war aus Versehen! Ach, oh, das war wirklich aus Versehen. Ich wollte dich nicht rammen, Digga. Ah, ich mach keinen Tackle. Ich bin ein anderer Tackle.
Ah, sind die Soldaten, die ich belauschen muss. Wo verstecke ich mich jetzt am besten? In dem Heuhaufen, ne? Pfeifen? Nee, kann ich pfeifen? Ja, ich hätte nicht pfeifen sollen, ich Idiot. Na 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 na. Wir beschießen mich nicht. Aua. Hey. Das geht so nicht. Ey, ich oh! Ihr seid reizvoll, Leute. Ich werde niemanden umbringen, ne? Das ist böse. Aber langsam geht mir echt der Guld durch. Du auch, hä? Ich schnetze euch alle einfach alle kaputt. Ich hab dafür keine Angst. Ich bin der Killer 50. One. Ja. So. Dann plündern wir nochmal nebenbei die Leiche. Oh ne, ich will die gleich mitnehmen. Ich will sie plündern. Geh mal weg. Immer wieder Ärger mit den Behörden. Warum fragen die denn auch nach meinem Ausweis? Haben sie mal Latten am Zaun? Mich nach meinem Ausweis zu fragen. Ja, wer sagt das? Du Schlampe? Was willst du? Kann ich die nicht angreifen? Wie lame. Nicht mal Zivilisten angreifen, ne? Kann ich die nicht plündern? Ich plünder die Leute. Denn ich brauche dann die Sachen von denen. Wenn ich schon mal kann, ne? Aber die haben ja selber Schuld, wenn die mich alle verfolgen. Nur weil ich den einen aus Versehen so freundschaftlich angerammt habe. So. Ey, Digga, Tackle! Das ist normal. Und die greift mich an. Das geht so nicht. Echt unfair. Aber dann haben wir jetzt mal alle geplündert. So mag ich das. Alles plündern. Looten und leveln. Looten und leveln. Oh Mann, hab ich gesehen. So. Heute in der Boston Gazette. Wir gehen mal rechts lang. Da hinten müssen gleich zwei Depps sein. Ich rufe ihnen Hilfe an. Doch sie schickten mich weg. Sagten, alles wäre unter Kontrolle. Wie seltsam. Haben sie gesagt, was passiert ist? Nein. Nur, dass es warum werden alle so aggressiv nach euch im Eck gekommen? Nach Hause käme. Ich habe Blut gesehen. Ich frage mich, ob es nicht doch ernster war, als sie zugaben. Wohin brachten sie ihn? In Richtung des Hügels. Vielleicht gibt es einen Arzt im Fort. Egal, so. Was ist das eigentlich da für ein Zeichen? Soll ich den folgen beim Gehen? Beim Gehen, ja. Ich weiß nur, dass es nichts Gutes ist. Kater war bei ihm. Bestimmt suchen sie einen ruhigen Platz für ihre Bluttat. Ich habe gehört, seine Arbeit läuft nicht ohne lautes Jammern und Kreischen. Da fällt mir ein. Wir sollten auch kein frisches Fleisch kaufen. Gute Entscheidung. Unentdeckt bleiben. Seht ihr, Charles? Wir werden Hallo, Charles. Schnell finden, wie ich gesagt habe. Wenn ich fragen darf, Sean, wo habt ihr das alles gelernt? Wenn man so aufgezogen wird wie ich, ist das eine Voraussetzung. Wahrnehmung ist fundamental für den Bau. Sie führt die Füße beim Laufen und Klettern, steuert die Hände beim Zuschlagen im Kampf. Aber das Wichtigste sind die veränderten Sinne. So beginnen wir, die Welt ganz anders wahrzunehmen. Hundin! Hallo, ich hab ein Messer! Bist du feiner Hund? Ja, bist du feiner Hund? Okay. Wir müssen dann hier lang und sehen uns zum nächsten Part wieder. Tschüss. Hoffentlich ohne so viel Bam.